Habt ihr gerade auch UFC gesehen und habt Bock, wieder ins Gym zu gehen? Nun ja, da habe ich was für euch. Mit dem Code SIDE10 bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von kumpom.de. Also bevor ihr Sparring macht, holt euch einen Kopfschutz und gute Boxhandschuhe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Leute? SIDE hier. Neben dem großen Kampf zwischen Jorge Masvidal und Nate Diaz gab es auch den Kampf im Boxen zwischen Canelo Alvarez und Sergey Kovalev. Und ich muss sagen, auch wenn ich Pound for Pound sagen würde, dass Canelo der bessere Boxer ist als Kovalev, habe ich Kovalev in diesem Kampf als den Favoriten gesehen. 1,70 Meter gegen 1,83 Meter. Canelo steigt einfach zwei Gewichtsklassen ins Halbschwergewicht auf. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Die beiden kämpften 11 Runden lang und ich muss zugeben, seid mir nicht böse, dass ich wegen des UFC-Events nicht alles vom Kampf gesehen habe. Ich habe gehört, dass es ziemlich ausgeglichen und spannend war. Die Kommentatoren sahen sogar Kovalev leicht vorne in Runde 11. Kovalev war generell der aktiver war, aber eher im Rückwärtsgang, während Canelo immer wieder nach vorne ging und Druck auf Kovalev ausgeübt hat. In Runde 11 war es dann soweit, Canelo brachte einen harten, linken, mexikanischen Haken ins Ziel, der Kovalev sichtlich durchrüttelte. Er ließ seine Deckung fallen und Canelo hatte freie Bahn für eine extrem harte rechte Gerade, die Kovalev in die Ringseile und ins Land der Träume schickte. Canelo wurde zum Champion im Halbschwergewicht gekrönt und hat jetzt einfach 4 Gürtel. Er ist auch im Mittelgewicht Champion und hat mächtig Geschichte geschrieben. Habt ihr UFC oder Boxen gesehen und wie haben die Boxfans diesen Kampf gesehen und gewertet? Schreibt mir das bitte in die Kommentare und damit, Leute, bis zum nächsten Mal, euer SIDE.